Hallo ihr Lieben, hier ist Jacqueline Ananda Le Saunier. Wie kannst du deine spirituellen, intuitiven, hellseherischen, medialen Kanäle, Fähigkeiten aktivieren oder schnell aktivieren? Es gibt ja von mir schon einige Videos, wie man sein drittes Auge öffnet und wie man eine höhere Frequenz auch erreicht. Und ich möchte euch jetzt einen schnellen und einfachen Weg sagen, wie ihr diese Kanäle wahrhaftig schnell auch aktivieren könnt. Und zwar sind das zwei Punkte. Der erste Punkt ist, seine Spiritualität, seine Liebe, Nächstenliebe auch in den Alltag zu integrieren. Das heißt, wahrhaftig zu leben, wahrhaftig in Anbindung an Gott Jesus Christus zu leben und so auch zu agieren. Also nicht nur bei Seminaren, nicht nur, wenn du gerade in Meditation bist oder sowieso in einer positiven Umgebung bist, ruhigen Umgebung, sondern wahrhaftig das auch im Alltag zu leben. Das Universum prüft dich nämlich, ob du gerade auch wirklich in anderen Situationen bereit bist, die Kanäle wirklich aktiv zu haben oder aktiviert zu haben. Es prüft dich in verschiedenen Situationen, ob du wahrhaftig wirklich in deiner Mitte, in deiner Ruhe bleibst. Und wenn es spürt, okay, da ist immer diese Resonanz der Liebe, der Nächstenliebe, der Achtsamkeit, der Güte ist auch vorhanden im Alltag, dann werden sich deine Kanäle schnell öffnen. Der zweite Punkt ist das Gebet. Jesus Christus, also ich arbeite immer mit der Höchsten, mit dem Höchsten, Gott Jesus Christus, ins Gebet gehen und um die Aktivierung deiner spirituellen Kanäle wirklich bitten. In Meditation gehen, dich auf deinen Atem konzentrieren, tief ein- und ausatmen und dir vorstellen, dass du aus deinem Herzen heraus hinten die Wirbelsäule entlang eine Lichtsäule baust und die sich mit oben verbindet und auch mit unten. Und wenn du das Gefühl hast, du bist in der Anbindung, dann ins Gebet gehen und sagen, Jesus Christus, ich bitte um die Aktivierung meiner spirituellen Kanäle. Ich bitte um die Aktivierung meines dritten Auges. Ich bitte um die Aktivierung meiner hellseherischen Fähigkeiten. Ich bitte um die Aktivierung meiner medialen Fähigkeiten. Ich bitte um die Aktivierung meiner Intuition. Und wenn du das immer machst und dann auch dankst und sagst, ich danke für die Aktivierung meiner hellseherischen, meiner spirituellen Fähigkeiten, werden diese Kanäle umso schneller aktiviert. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Vor allem, wenn du das in Demut tust, in Achtsamkeit tust. Und der dritte Punkt, der mir jetzt auch noch dazu einfällt, der eigentlich für alles wahrhaftig gilt, ist die Selbstliebe. Ein Gotteskind zu sein bedeutet, sich selbst zu lieben, sein Licht scheinen zu lassen, seine Werte zu leben, seine Werte anzuerkennen und sich nicht zu verleugnen. Und das hat ganz viel oder alles mit Selbstliebe zu tun. Wenn du in Selbstliebe zu dir liebst, dann achtest du wahrhaftig dein Kind Gottes, also dich. Du achtest damit Jesus Christus, der nichts anderes möchte, dass du dich selbst liebst und dass du dich nicht verleugnest. Und da bekommst du auch das Geschenk noch mehr der Aktivierung deiner spirituellen Fähigkeiten, weil du die dann, wenn du dich selbst liebst, auch
liebst du automatisch auch andere mehr, weil wir ja in einer Hinsicht alle eins sind. Wir sind trotzdem individuell, aber trotzdem alle eins. Und du, wenn du dich selbst liebst, verleugnest du damit niemanden anderes. Du verleugnest weder dich und du verleugnest weder die anderen. Und du wirst sehen, dass deine spirituellen Kanäle deshalb auch mehr aktiviert werden. Dazu mache ich gerne noch eine ganz tolle Meditation, wenn ihr wollt, zur Aktivierung der spirituellen Kanäle. Aber das in Kurzform, wenn du diese drei Punkte beachtest, dann wirst du sehen, dass deine hellseherischen, medialen, intuitiven Fähigkeiten um vieles aktiver, größer und mehr entfaltet werden und auch bleiben. Weil du sie dann aus dem Herzen heraus wirklich wahrhaftig einsetzen kannst. Nicht nur aus Gedanken, sondern aus dem Herzen auch für die Welt. Und darauf kommt es in unserer heutigen Zeit jetzt an, dass wir das nicht nur fürs Ego einsetzen oder für die Gedanken oder für irgendwelche Vorstellungen, die wir haben, sondern für die Menschheit aus unserem Herzen heraus. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch, schreibt euch in meinen YouTube-Channel ein und vor allem aktiviert, nachdem ihr meinen Kanal abonniert habt, dieses Klingelzeichen oben. Falls ihr das auch noch nicht gemacht habt, dann macht das bitte. Und schreibt mir gerne einen Kommentar drunter. Und ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Video. Bis dann. Eure Jacqueline Ananda-Lussumier.